Franz Kafka, Max Brod und ich. Seit vielen Jahrzehnten schon versuche ich mit einigem Aufwand irgendwas Geschriebenes von mir einem Verlag, einem Theater oder einer Zeitschrift anzudrehen. Ne? Vergeblich. Aber dafür gibt es ja inzwischen meine Website und meinen Blog. Auch wenn das so sinnlos ist, wie nur irgendetwas sinnlos sein kann. Ja? Naja, ich meine, ich könnte ja einen Freund oder Verwandten feierlich verpflichten, nach meinem Tode alle meine auf Papier oder Festplatte festgehaltenen Texte zu verbrennen. Beziehungsweise zu löschen. Aber diesen Trick haben vor 100 Jahren Franz Kafka und Max Brod erfunden und erfolgreich durchgezogen. Ein zweites Mal wird so ein Schabernack nicht mehr funktionieren, fürchte ich. Ich argwöhne nämlich, dass die Anweisung, seinen Nachlass zu verbrennen, eine abgekartete Sache zwischen Kafka und Brod war. So einer bin ich. Ein Marketing-Gag des totgeweihten Kafka, ein letzter Schelmenstreich. Zu Lebzeiten war Kafka so gut wie unbekannt. Durch Max Brods posthume Herausgabe seiner Werke wurde er jedoch schnell zum Weltstar und ist es bis heute geblieben. Er wäre es womöglich nie geworden, wenn Brod diese romantische Geschichte mit dem feierlichen Versprechen und seinem Bruch dieses Versprechens nicht erzählt hätte. Oder haben Sie je wirklich geglaubt, dass Brod ohne zwingende Not von seinem Verrat am Freund erzählt hätte, wenn er diesen Verrat tatsächlich begangen hätte? Gegen den ausdrücklichen Willen Kafkas. Ja. Er stellt sich ja damit selber als das hinterletzte Arschloch dar. Ne? Aber, mei, was macht man nicht alles für die Werbung? Ne? Naja. Kafka hatte zwei testamentarische Verfügungen, seinen literarischen Nachlass betreffend, hinterlassen. Ich sehe da gerade, die erste wahrscheinlich Ende 1921, die zweite vom 29. November 1922 in Form eines Briefes an Max Brod. Ah ja, ne? Der Brief wurde angeblich nie abgeschickt. Brod fand ihn nach dem Tod des Freundes unter dessen Papieren. Es ist, so lese ich, wenig bekannt, dass ausgerechnet die beiden Testamente selbst, also die beiden Testamente selbst, die ersten Texte sind, die Brod nach dem Tod Kafkas am 3. Juni 1923 aus dessen Nachlass veröffentlichte, und zwar in der Weltbühne, vom 17. Juli 1924. Ach, das ist 24. Ganzes Jahr danach. Also erst der Publicity-Gag. Kafka hat gesagt, verbrennen. Ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, ja, ja, mache ich. Und dann habe ich es aber nicht getan. Ne? Also erst der Publicity-Gag, dann erst die literarischen Texte. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Schon, ne? Also, eigentlich ein ganz, ganz plumper Trick, aber also, soweit mir bekannt ist, ist die ganze Welt drauf reingefallen. Also, ich habe noch keinen Artikel gelesen, in dem diese Geschichte angezweifelt worden ist. Wo der Autor gesagt hat, nein, das haben die gedreht, die zwei Lumpen. Ja? Okay, tschüss.